Der Blasphemieparagraf schützt die Lüge. Da der Paragraph auch Aussagen betrifft, die eindeutig die Wahrheit sind, schützt der Paragraph die Lüge. Denn ein Aufzeigen der Lüge, das Widerlegen einer Lüge, würde ja einen religiösen Menschen völlig zu Recht ärgern. Das darf nicht sein. Das Gefühl, zu Recht verärgert zu sein, darf einen religiösen Menschen nicht treffen. Der Verursacher dieser zu Recht gefühlten Verärgerung wird mit staatlicher Gewalt überzogen und damit wird staatliche Gewalt eingesetzt, um die Lüge zu schützen. Danke.